Ja, einen wunderschönen guten Abend. Wünsche ich allen Teilnehmern, die sich hier zu den ID-Days angemeldet und eingewählt haben. Ich hoffe, ihr habt einen bequemen Platz bei euch zu Hause oder auch direkt vor Ort. Ich selbst bin auch noch zu Hause und dann auch morgen live direkt auf den ID-Days dann vor Ort. Ja, wer redet hier eigentlich gerade? Stefan Fredrichowski, mein Name, aber dazu komme ich gleich und sage auch noch ein paar Takte mehr zu mir. Zunächst mal natürlich herzlichen Dank an den Michael Vogt, hier überhaupt diese ID-Days zu ermöglichen und eine solch tolle Veranstaltung aufzulegen. Das mittlerweile schon als Serienveranstaltung. Und natürlich auch vielen Dank an Active Trades, die genau dieses Webinar, dieses Seminar hier für euch alle mit ermöglichen. Ja, das Thema von heute, Knockout-Zertifikate, mal gegenübergestellt zum Handel mit CFDs. Ja, und was ist denn dann eigentlich besser? Was sollte ich da bevorzugen? Da vielleicht schon mal ganz kurz vorweg. Naja, also Knockout-Zertifikate habe ich wirklich auch ungefähr eine Dekade lang gehandelt. Bin damit also wirklich gewissermaßen trading-mäßig groß geworden. Und auch wenn ich damit ein bisschen die Antwort natürlich schon vorweggebe, bin ich dann irgendwann komplett vor ein paar Jahren zu den CFDs gewechselt. Und damit gebe ich natürlich auch schon ein bisschen die Antwort vorneweg, was zumindest ich glaube, was besser ist. Aber dazu natürlich dann später mehr. Vor allen Dingen möchte ich hier in der ganzen Veranstaltung auch mal versuchen, jeden Einzelnen ein bisschen abzuholen, nämlich da, wo er vielleicht heute beim Traden steht. Heute wird es jetzt noch nicht um die riesen Trading-Strategien und dergleichen gehen, sondern einfach mal diesen Anfang zu setzen, auch den Anfang zu setzen in den CFD-Handel. Um Trading-Strategien geht es bei vielen anderen Vorträgen und auch bei mir selber morgen auch. Geht es weiter mit zwei ganz konkreten Trading-Strategien. Also, wem es gefällt, kann da morgen dann gleich auch bei mir persönlich nochmal wieder reinhören. Gut, aber mal kurz, wer redet hier eigentlich? Und ich gehe auch mal in den Präsentationsmodus, das sieht dann doch wieder deutlich schicker aus. Aber auch diese Seite muss natürlich einmal gezeigt werden, bevor wir richtig losgehen können. Und zwar der allgemeine Risikohinweis, den sollten wir mir schon auch nochmal mit auf den Weg geben. Dass natürlich jeder, der auch handelt in seinem Konto, das natürlich auf eigenes Risiko und natürlich mit dem eigenen Geld dann tut. Aber ich glaube, das kennt und weiß jeder, dass das natürlich genau der richtige Weg ist und von daher der Hinweis hier nochmal an dieser Stelle. Aber natürlich nochmal zu der Frage, wer redet denn hier eigentlich und wer steckt ein bisschen dahinter? Dahinter ist eine gegründete Firma aus drei Personen, nämlich dem Christian Sterne, Christian Möckel und von mir als GmbH und das jetzt seit etwas mehr als 2 Jahren. Was wir sonst normalerweise machen, ist einfach tatsächlich auch Ausbildung zu Chart- und Markttechnik, aber auch natürlich die Entwicklung von Handelsstrategien. Dazu gibt es Webinare, Seminare und alles Mögliche. Dann natürlich immer kurz zu meiner eigenen Person. Ja, Stefan Frolichowski, also jeder, der auch mal hier eine E-Mail an mich schreibt, darf mich gerne auch sofort mit dem Vornamen anreden. Gar kein Problem. Ja, mein Background, das wird man an vielen Stellen weiter im Vortrag vielleicht auch merken, ist der eines Physikers. Und damit eher der zahlenaffine Mensch, genau mit dem Blick auf insbesondere statistische Ansätze, Auswertungen und. Von daher ein etwas anderer Blick aufs Trading, aber ein durchaus sehr, sehr verbreiteter Blick. Insbesondere dann, wenn wir uns wirklich in Richtung der ganz, ganz Großen bewegen, über den algorithmischen Handel. Denn da ist es wirklich ein reines Zahlengewerk und auch daraus leiten sich dann die entsprechenden Strategien ab. Und genau das ist meine Welt, in der auch ich mich jetzt seit einigen Jahren komplett bewege. Ansonsten, ja, ich bin 50 dieses Jahr geworden. Aber darum soll es natürlich nicht weitergehen, sondern worum geht es im Webinar? Was wollen wir hier heute mal einfach ein bisschen behandeln? Ich will tatsächlich mal diesen Vergleich machen. Um es wirklich, ich will Zahlenvergleiche haben. Ich will den Handel mit einem Knockout-Zertifikat
den wahrscheinlich viele von euch kennen, selber schon gemacht haben, irgendeinen Schein rausgesucht, auf meinetwegen den DAX, an dem Beispiel werden wir es auch nachher machen, aber vielleicht auch auf eine Aktie, vielleicht auch auf einem Währungspaar, Scheine herausgesucht, Emittenten verglichen. Da gibt es wahnsinnig viele, nahezu jede Bank hat ihre eigenen Zertifikate. Und wir wollen auch hier heute den Vergleich tatsächlich nur rein aus dem sogenannten Knockout- oder K.O.-Zertifikaten machen, auch wenn die Welt noch viel, viel größer ist. Aber das will ich jetzt mal wirklich beiseite lassen. Oder auch den ganz normalen Handel mit Optionsscheinen. Und das Ganze dann vergleichen mit den sogenannten CFDs. Und CFDs geht es auch auf den IB-Days rauf und runter. Ich habe tatsächlich trotzdem nochmal daneben geschrieben, was es denn eigentlich wirklich heißt, nämlich Contract for Difference, weil ich jetzt Mehrzahl habe, dann Differences. Aber was das genau ist, das will ich auch mal ein bisschen erläutern. Ich weiß selber noch aus meiner eigenen Geschichte, das klang alles für mich mal wie ein großes Hexenwerk, so als wenn dann die Mystik losgehen würde. Und ich irgendwie riesige Risiken eingehen würde, könnte, sollte. All das ist nicht der Fall, wenn man es halt weiß, wie man damit umgeht und was dann jeweils auch wie zu tun ist. Es ist in Wahrheit alles viel, viel einfacher dann als bei den Performance-Zertifikaten. Da ich mir wirklich heute auch zum Ziel gesetzt habe, euch komplett abzuholen, will ich dann auch mal wirklich gleich solche CFDs auch direkt handeln. Das Ganze lässt sich bei vielen Brokern und insbesondere bei Active Trades auch einfach mal eben in einem Demokonto einrichten. Und in einem solchen Demokonto ist man dann wirklich risikofrei und kann sich einfach mal mit der kompletten Sache auch vertraut machen. Da wird dann nachher fallen eine Softwareplattform MetaTrader, die wahnsinnig weit verbreitet ist weltweit. Und nahezu sämtliche Broker nutzen auch genau die gleiche Softwareplattform. Seine Software der Firma MetaQuotes, also ganz ähnlicher Name dann natürlich, oder auch kurz einfach MT4 genannt. Und auch um da mal zu sehen, wie leicht der Einstieg ist, will ich das Ganze auch hier mal komplett durchführen und auch mal so die Orderarten zeigen und einfach mal einen Trade eingehen, das Risiko bestimmen, einen Trade verwalten und natürlich Charts erstellen. Charts, die wir auch sonst uns vielleicht auf anderen Wegen angucken, beschaffen, auf irgendwelchen Plattformen, vielleicht von der eigenen Bank, um tatsächlich mal so einen DAX-Chart über Tage, Wochen, Monate zu sehen. All das ist natürlich im MTP auch möglich. Und dann, was halt besonders cool ist, man handelt nahezu ständig direkt aus dem Chart heraus und hat es dadurch nachher auch viel, viel einfacher, wenn es darum geht, einen Trade auch entsprechend zu verwalten oder überhaupt auch mal zu initiieren, weil die ganze Rechnerei um die Zertifikate entfällt komplett. Aber das will ich auch natürlich mal live zeigen. Natürlich dann auch, wie so eine Order dann konkret platziert wird. Da ist es dann nicht so, dass ich eine BKN-Nummer vielleicht auf meinem Bankportal eintippe, dann anschließend noch mit einer Tarnnummer, egal wie die entsteht, per SMS, per Scan oder sonst was, noch authentifizieren muss. All so etwas brauche ich dann nämlich nicht mehr und kann unwahrscheinlich leicht einen solchen Trade eingehen oder auch mehrere Trades dann entsprechend eingehen. Also alles kinderleicht und das sind halt die vier Themen, denen wir uns auch hier dann heute noch widmen wollen in der nächsten Stunde. Ja, Knockout-Zertifikate. Ja, wie handelt man die? Oder wahrscheinlich könnte ich jetzt genauso gut, wenn es denn technisch möglich wäre, euch direkt fragen und ihr wüsstet eigentlich genau, wovon ihr redet. Zumindest viele, denke ich mal, haben genau so etwas schon mal gemacht. Und wie läuft es ab? Naja, man macht es meistens einfach in seinem sogenannten Bankdepot. Das heißt, neben seinem vielleicht Girokonto hat man dann noch ein Depot, wo man vielleicht auch Aktien hält, wo man Aktien gekauft hat. Aber genauso kann man da auch diese Knockout-Zertifikate kaufen und natürlich auch verkaufen. Dass es tatsächlich so wahnsinnig ähnlich ist zu dem ganz normalen Handel mit Aktien, merkt man leider schon daran, dass die Knockout-Zertifikate alle eine sogenannte WKN, also eine Wertpapier-Kennnummer haben. Und wenn man die hat,
dann kann man einfach genau dieses Zertifikat auch kaufen. Wie so meistens tippt man dann ja nicht ein, ich kaufe die Apple-Aktie, sondern man nimmt dann die entsprechende BKN-Nummer und genau das haben natürlich all diese Knockout-Zertifikate. Was kann man damit normalerweise handeln mit den Knockout-Zertifikaten? Naja, wenn ich jetzt sage, das komplette Börsenuniversum, dann ist das mehr oder weniger genauso gemeint, wie ich es gesagt habe. Nämlich, man kann eigentlich so ziemlich alles über die Knockout-Zertifikate handeln, beliebig rauf und runter auf Aktien, auf Währungen, auf Rohstoffe und. Also das Universum ist da groß, aber nachher werden wir sehen, bei den CFDs ist es erstmal genauso. Warum beschränke ich mich übrigens jetzt hier rein auf Knockout-Zertifikate? Weil damit der Vergleich zu den CFDs einfach viel leichter ist, weil sie sich grundsätzlich auch wesentlich ähnlich zu CFDs verhalten. Und von daher kann man genau diesen Vergleich besonders gern machen. Würden wir normale Optionsscheine beispielsweise nehmen, dann haben wir viel mit impliziter Volatilität beispielsweise zu tun und im Geld, aus dem Geld. Und all die Dinge machen das Leben an der Stelle viel schwerer und den ganzen Vergleich auch nicht mehr so einfach möglich. Deswegen hier die Beschränkung komplett auf die sogenannten K.O.-Scheine, also Knockout-Zertifikate. Natürlich kann man hier mit diesen Zertifikaten sowohl Long als auch Short handeln. Wenn der Begriff nicht ganz so vertraut ist, ist es einfach der Handel entweder auf steigende oder halt auf fallende Kurse. Denn das ist grundsätzlich natürlich auch bei den Knockout-Zertifikaten das Schöne, dass man nicht nur wie bei Aktien, also wenn man den klassischen Aktienhandel macht, dann ist es immer ein Long Trade. Weil ich kaufe eine Aktie natürlich im Glauben, dass der Preis dieser Aktie nach oben geht. Hätte ich normalerweise zu einer Aktie die Meinung, der Preis geht nach unten, dann könnte ich erstmal nichts machen. Dann kommen wir allerdings zu den sogenannten Leerverkäufen oder viel einfacher gesagt zu einem Short Trade. Und ein Short Trade ist dann immer ein Trade, der auf fallende Kurse setzt und baut. Und beides geht natürlich, Long und Short lassen sich mit den K.O.-Scheinen entsprechend abbilden. K.O.-Scheine haben einfach ein einfaches Kriterium. Sie haben nämlich immer so einen sogenannten K.O.-Level, also einen Knockout-Level. Also das heißt, mal ganz pauschal gesagt, wenn der DAX im Moment vielleicht bei 10.300 Punkten steht und ich kaufe ein Zertifikat mit einem Knockout-Level bei 10.000, dann passiert natürlich Folgendes. Wir werden das gleich im Beispiel auch noch sehen. Dieses Zertifikat sollte im Moment so grob 3 Euro kosten, bezogen auf den DAX und die normalen Bedingungen. Und wenn jetzt der DAX und wenn er nur für eine Millisekunde einmal die 10.000 nach unten kreuzt, ist der Schein wertlos. Es nützt mir auch nichts, wenn der Schein anschließend, also wenn der DAX anschließend wieder hochgeht, wieder auf 10.500. Der Schein ist wertlos. Das heißt, das ist ein Knockout-Level, an dem der Schein komplett verfällt und in meinem Konto steht dann genau noch ein Betrag von 0 Euro, egal wie viel Stück ich dann von dem habe. Also von daher habe ich einen solchen Knockout-Level. Der ist ein bisschen vergleichbar für die, die schon mal mit CFDs gehandelt haben, vielleicht mit einem Stop-Loss. Aber ein Stop-Loss kennt natürlich auch jeder, der schon längst mit K.O.-Scheinen gehandelt hat. Weil natürlich kann ich einen Schein bei 3 Euro kaufen und einen Stop-Loss zum Beispiel bei 2 Euro setzen. Und sobald mal irgendwann der Schein die 2 Euro touchiert, dann wird automatisch meine Bank meinen Schein verkaufen und mir hoffentlich genau die 2 Euro dann pro Schein dann gut schreiben. Das ist aber dann ein normaler Stop-Loss und hat nichts mit dem Knockout zu tun. Stop-Loss wird uns nachher wieder begegnen beim Handel mit CFDs, weil wir das natürlich da ebenfalls einsetzen können. Aber wichtig ist, wir müssen bei den Knockout-Scheinen mal wissen, wir haben ein Level, wo ein Papier seinen Wert komplett verliert. Wird da einmal das zugehörige Underlying, wenn also der sogenannte Basiswert, wenn der diesen Wert erreicht, dann wird der Schein wertlos.
mal ein Beispiel. Ich weiß, hier steht jetzt sehr viel Text auf dieser Folie, aber wir gehen das mal sukzessive durch. Dann wäre deutlich, was ich hier so viel geschrieben habe. Aber wir wollen ja hier mal einen Trade gewissermaßen mal exemplarisch kurz durchdenken, wie das denn Ganze so aussieht. Mal angenommen, wir rechnen mit einem DAX-Anstieg. Deshalb würden wir bei der Scheinauswahl nach einem sogenannten Call-Schein suchen. Nicht, das Gegenteil ist dann Put. Also man kann auch gleichsetzen, ein Call-Schein entspricht dem Long-Trade und ein Put-Schein entspricht dem Short-Trade. Aber wir rechnen mal einfach mit einem solchen Anstieg vom DAX. Deswegen würden wir in der Welt der Zertifikate dann entsprechend einen Call auf den DAX heraussuchen. Generell, weil wir jetzt einfach mal das Ganze am DAX durchspielen, gilt zumindest für nahezu alle K.O.-Zertifikate, die ich typischerweise auch im DAX kenne und auch getradet hatte, immer eine sogenannte Punktwertigkeit von einem Cent. Das heißt, wenn der DAX um einen Punkt steigt, dann steigt der Schein um einen Cent. Das ist die typische Rechenweise beim DAX. Und das Zauberwort dahinter nennt sich das sogenannte Bezugsverhältnis, was in dem Fall dann 0,01 ist. Aber das sind wieder so kleine Details, sind auch nicht ganz so wichtig. Jetzt, als ich gestern hier die Folien finalisiert habe, habe ich dann auch mal fiktiv einen Schein ausgesucht, den es heute schon gar nicht mehr gibt. Also zumindest ist er mittlerweile schon längst wertlos geworden. Und daher kann ich mir diesen Schein jetzt gar nicht mehr live angucken. Also da habe ich mir einen Schein bei der Deutschen Bank herausgesucht. Der hatte eine K.O.-Schwelle bei 10.375 Punkten. Ja, und dann wurde ich natürlich mal ganz, ganz, ganz genau. Und dann habe ich mir genau um gestern um 15.08 Uhr, ich habe extra noch Screenshots gemacht, die ich immer dann hier beim Bedarf nochmal eben herausholen kann. War der Schein um 15.08 Uhr und genau 1,10 Euro wert oder teuer. Und der DAX war zum exakt gleichen Zeitpunkt bei 10.457 Punkten. Und wenn man sich das anguckt, sieht man gleich auch schon eine erste Schwäche bei K.O.-Scheinen. Normalerweise ist die Punktwertigkeit ja 1 Cent für einen DAX-Punkt. Jetzt ist allerdings bei einem K.O.-Schwelle von 10.375 und einem DAX-Wert von 10.457 die Differenz eigentlich 82 Punkte. Und bei 82 Punkten sollte der Schein eigentlich 80 Cent kosten. Kostet aber 28 Cent mehr. Und das ist absolut nichts Ungewöhnliches. Man kann sogar so noch weiter darauf gucken, auch wenn man mal innerhalb des Tages drauf guckt, wenn wir in Richtung des jeweiligen Handelsschlusses laufen, nehmen diese Differenzen typischerweise auch noch zu. Das klingt jetzt immer so, als wenn ich denen was vorwerfen will. Nee, das will ich gar nicht, weil das Ganze hat auch eine Logik, weil nämlich der Emittent das sogenannte Overnight, das Gap-Risiko trägt. Und es könnte ja sein, dass über Nacht plötzlich der DAX 200 Punkte nach unten rauscht. Und von daher ist da ein Risiko. Und dieses Risiko, das müssen wir gewissermaßen mit einem Aufpreis bezahlen. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass wir hier eine satte Differenz von 28 Cent haben, also eigentlich 28 DAX-Punkte. Wer mal sich K.O.-Scheine genauer anguckt, K.O.-Scheine zu einem mit unterschiedlichen K.O.-Schwelle, wird sofort sehen, dass diese Rechnung absolut nicht linear ist zwischen dem aktuellen Preis und dem jeweiligen DAX-Wert und der jeweiligen Knockout-Schwelle, sondern erst wird immer linearer, je weiter man weg ist von der Knockout-Schwelle. Also das ist schon mal ein Riesennachteil, weil dieses Geld hier ist sozusagen schon praktisch weg, also nicht ganz wirklich, aber wir kriegen unsere Gewinne nicht so eins und eins mit. Gleichzeitig ist allerdings auch genau das, das werden wir nachher sehen, der einzige verbleibende wirkliche Vorteil von K.O.-Scheinen, nämlich mir kann über Nacht nichts passieren. Ich kann nie mehr Geld
verlieren, als ich für, als ich ausgegeben habe. Habe ich für insgesamt 1.000 Euro Knockout-Scheine gekauft, dann ist mein Risiko absolut begrenzt auf 1.000 Euro. Schlimmstenfalls habe ich halt 0 Euro am Ende. Ja, das kann sein. Aber egal, was über Nacht passiert, jetzt in dem Fall den DAX, ich habe kein Overnight, also kein zusätzliches Overnight-Risiko. Natürlich kann es verfallen, dass es am nächsten Tag plötzlich 0 Euro wert ist, aber es kann nicht mehr werden. Das heißt, ich habe tatsächlich mein Risiko begrenzt. Das wäre jetzt zunächst mal ein Trade im DAX als Knockout-Schein. Die CFDs, ja, wir machen, wie geht es denn da eigentlich los? CFDs, wo handelt man die? Naja, eigentlich nach sie immer bei einem Broker. Natürlich zum Beispiel bei Active Trades, die gerade, also die wirklich auch sehr schöne Konditionen für euch anbieten, zu denen man diese Trades dann ja, machen kann. Man kann immer mit einem Demokonto beispielsweise anfangen, um dann irgendwann auch in ein Realkonto zu wechseln. Ich würde auch immer den Weg so gehen, weil man dann einfach die Plattform, den Handel kennenlernt. Also jeder, der schon K.O.-Scheine gehandelt hat, findet sich da auch sehr schnell zurecht und wird dann auch nachher merken, was denn da plötzlich alles so einfacher wird. Ganz formal ist auch ein CFD ein sogenanntes derivates Finanzinstrument. By the way, der Knockout-Schein ganz genauso. Was verbirgt sich dahinter? Naja, dahinter verbirgt sich, dass man nie wirklich, man kauft nicht das Underlying, den Basiswert. Man kauft ja nicht den DAX beispielsweise. Also den DAX kann man nicht kaufen. Da kann ich selbst auch nach Frankfurt fahren, mich da an die Börse stellen. Ich kann den DAX an sich so nicht kaufen. Sondern was wir immer kaufen, sind daraus abgeleitete Finanzinstrumente. Und ein abgeleitetes Finanzinstrument ist der Knockout-Schein von gerade. Aber ein anderer ist dann der CFD, der Contract for Difference. Und der An- und Verkauf erfolgt einfach immer zu dem vom Broker gestellten Preis. Das ist, by the way, genau das gleiche wie bei dem K.O.-Schein. Bei meinem Beispiel gerade kostete der zu dem Zeitpunkt 1,10 Euro. Gut, also 1,10 Euro bezahlt. Kann natürlich auch verschiedene Ordertypen verwenden, um vielleicht bei einem bestimmten Preis einzusteigen. Und das gilt nachher hier ganz genauso. Das heißt, der Preis, der An- und Verkauf passiert grundsätzlich immer zu dem vom Broker gestellten Preis. Ganz einfach. Diese CFDs, genauso wie die Knockout-Scheine, beziehen sich immer genau auf einen Basiswert. Und da ist dann wieder das Universum, das Handelsuniversum, genauso groß wie bei den Knockout-Scheinen. Also ich kann auch da alle möglichen Devisen, Rohstoffen, Commodities, Indizes, Aktien rauf und runter weltweit kaufen, ohne dass ich mich da weiter direkt drum kümmern muss, weil ich gucke mir ohnehin immer den Basiswert selbst an. Und das wird nachher praktisch ein sehr, sehr großer Vorteil werden, weil ich einfach immer direkt auf den Basiswert, also auf den sogenannte Underline dann schaue und aus dem Schauen heraus dann auch meinen Trade gestalte. Natürlich können CFDs auch sowohl Long als auch Short gehandelt werden. Das heißt, ich kann sowohl auf steigende als auch natürlich auf fallende Kurse setzen und beides ist da immer möglich. Was kauft man dann? Naja, also man kauft einen sogenannten CFD. Was man hinterlegen muss, ist eine sogenannte Margin. Das guckt man da total praktisch an. Da kann man wahnsinnig viel drüber philosophieren und sich den Kopf drüber zerbrechen. Das Ganze ist aber live viel einfacher zu erklären, als wenn man sich da groß in Zahlen mit beschäftigt. Aber faktisch heißt es, ja, auf einem Konto muss Geld sein und dann kann ich traden und wie viel Marge ich da gerade belaste, das wird mir auch immer sofort angezeigt. Naja, und wenn ich halt keine freie Marge mehr habe, dann kann ich auch nicht mehr traden. Ja, so ähnlich wie mit dem normalen Konto. Wenn auf dem Konto kein Geld ist, kann ich kein Trade machen. So prinzipiell ähnlich ist es. Und da kommen wir allerdings dann völlig praktisch nachher dann drauf.
Ja, wie sehen jetzt so Trades wirklich aus? Und hier in dem Beispiel der CFDs. Auch hier haben wir gesagt, naja, wir wollen mit einem DAX-Anstieg rechnen. Deswegen würden wir einen sogenannten Long-Trade eingehen. Jetzt kommt schon so eine kleine erste Besonderheit. Und diese erste Besonderheit ist die sogenannte Punktwertigkeit. Also wie viel Euro, Cent, irgendwas ist ein Punkt. Ist total abhängig vom Broker. Also typischerweise gibt es, was den DAX angeht, zwei Vorgehensweisen. Die eine ist die, da ist einfach ein DAX-Punkt 1 Euro. Und die andere ist die, ein DAX-Punkt sind 25 Euro. Darf ich kurz abschweifen, wie das eigentlich kommt? Woher kommt diese hohe Punktwertigkeit? Das liegt daran, dass das, was man wirklich an der Börse, also wirklich in Frankfurt handeln kann, ist der sogenannte FDAX, ist der Future auf den DAX und der hat an der Börse Frankfurt bzw. Stuttgart eine Punktwertigkeit von einem Punkt gleich 25 Euro. Jetzt denkt jeder, ups, wie soll ich jetzt noch meine Trades verwalten? Ich mache doch Trades mit 200 Punkten Stop-Loss. Also ich denke eigentlich zum Beispiel an so einen Trade, wo der Stop-Loss, also der darf ruhig 200 Punkte auch mal in die falsche Richtung gehen. Das wären dann ja hier gleich 5.000 Euro. Nein, keine Sorge. Wir können das Ganze nämlich stücken. Also es gibt immer zu jedem Trade eine sogenannte Lot Size, also die Größe, die ich da kaufe. Und da ist die kleinste Lot Size, auch das machen wir nachher ganz, ganz praktisch, einfach 0,01 Lot, was dann effektiv dazu führt, dass ein Punkt im DAX dann eine Bewegung von 25 Cent ausmacht. Und jetzt wird es ja wieder ein bisschen angenehmer, das heißt wieder mit dem Blick auf einen Trade, wo ich sage, hey, der darf ruhig mal 200 Punkte auch in die falsche Richtung laufen, dann bin ich hier bei 50 Euro. Und das ist sicherlich ein Wert, der total vergleichbar ist mit Trades, die ich bei Knockout-Scheinen abwickle. Natürlich kann man prinzipiell die Knockout-Scheine also wesentlich feiner noch stücken. Ich habe ja gesagt, Punktwertigkeit, wenn ich einen einzigen Schein kaufen würde, dann habe ich genau bei einer Bewegung des DAXes um einen Punkt eine Bewegung von 0,01 Cent. Aber wir alle wissen, kein Mensch kauft einen K.O.-Schein. Da würden einen dann die Ordergebühren total auffressen. Also von daher ist das eh illusorisch, dass man sagt, man kann so zwar wahnsinnig fein stückeln, aber ich glaube, diese ganz, ganz feine Stückelung braucht man ohnehin nicht. Um hier an dem Beispiel von mir gerade nochmal gewählt, hey, 200 Punkte, soll sich der Trade auch in die falsche Richtung bewegen können, würde dann hier einem Risiko von 50 Euro entsprechen. Also von daher ist das Ganze noch, glaube ich, ganz gut vertretbar. Eine K.O.-Schwelle, so wie bei den Zertifikaten, bei den Knockout-Zertifikaten, gibt es nicht. Aber was man machen kann, ist, man kann einen Stop-Loss setzen. Das konnte man zwar gerade bei den K.O.-Scheinen auch schon, aber hier wird natürlich dann ist genauso wichtig. Also DAX steht bei 10.500 Punkte, dann kann ich den Stop-Loss einfach bei 10.300 setzen, wenn ich denn 200 Punkte als noch Spielraum da haben möchte. Jetzt gibt es aber dabei ein kleines Aber. Und auch das will ich natürlich hier ganz offen nennen, nämlich Börsen haben Handelszeiten. Und Handelszeiten beim DAX, also hier in dem Fall beim FDAX, sind zwischen 8 und 22 Uhr. Das kennt auch jeder, der die Knockout-Scheine handelt. Da wird auch außerhalb dieser Zeit mit nahezu keiner Ausnahme, und doch, es gibt ganz wenige Ausnahmen, die auch noch Preise außerhalb stellen, die sogar sonntags mal einen Preis stellen. Aber das sind exotische Sachen. Außerhalb der Handelszeiten ist natürlich ein Stop-Loss bedeutungslos. Und das ist es. Auch jetzt prinzipiell erstmal der Nachteil von CFDs, nämlich dass mein Risiko, also auch der Verlust, den ich mit einem Trade dann eingehe, dass der danach größer sein kann, als ich wollte. Wieder zurück zu dem Beispiel: 10.500 Punkte DAX Einstieg, Stop-Loss bei 10.300 gesetzt. Normalerweise wird am nächsten, also wird in der Nacht, macht der DAX einen Satz nach unten, warum auch immer, und steht plötzlich bei 10.200 Punkten, dann wird mein Trade zu den 10.200 Punkten abgelegt.
Das ist natürlich ein offener Nachteil. Aber wir werden jetzt mal genauer gucken, was denn nachher hier Vor- und Nachteile überwiegen. Dazu wollen wir jetzt mal das Ganze kurz in ein Excel-Sheet wechseln, um mal einen solchen Trade auch tatsächlich abzubilden. Ich habe jetzt mal hier eine Gebührenannahme. Also ich gucke hier zunächst mal nur auf den linken Teil meines Schirms. Ich mache das bewusst ein bisschen größer. Dann sollte man das auch gleich vernünftig und unmittelbar sehen können, dass wir uns zunächst mal nur auf den Trade in dem K.O.-Zertifikat dann kümmern. Jetzt gibt es auch da bei verschiedenen Anbietern, also bei verschiedenen Banken, gibt es unterschiedliche Modelle, und die unterschiedlichen Modelle sind immer, also man hat eigentlich immer eine sogenannte Mindestgebühr, und je nach Anbieter hat man dann auch vielleicht eine prozentuale Gebühr, die auch zu tragen kommt, allerdings typischerweise immer in der Art und Weise, dass die prozentuale, also wenn die wirklich zum Tragen kommt, dann gibt es natürlich keine Pauschalgebühr mehr. Also erst wenn die prozentuale Gebühr Pauschale übersteigt, dann wirkt die prozentuale Gebühr. Bei typischerweise eher kleineren Trades hat man es also immer mit dem Mindestgebühr zu tun. Ich habe jetzt hier mal einfach 5 Euro angesetzt, was schon gar nicht schlecht ist. Bieten bei weitem nicht alle Banken, dass man für einen sogenannten Half-Turn, ich sage gleich mal was zum Begriff, genau 5 Euro bezahlt. Ein Half-Turn bedeutet einfach, ein Trade besteht ja eigentlich immer aus zwei Handelsaktionen, nämlich dem Kauf und nachher irgendwann dem Verkauf. Und jedes Mal wird diese Gebühr fällig. Deswegen wäre dann hier der Half-Turn-Gebühr 5 Euro und der sogenannte Round-Turn, also der komplette Trade, dann natürlich schließlich mit 10 Euro. Jetzt will ich hier einen Trade machen, also der mir 200 Punkte Long im DAX nachher, was sozusagen ein Gutes bringen soll. Und ich kaufe hier einfach mal fiktiv 500 Stück von diesem Knockout-Schein. Da ich ja auch bei Knockout-Scheinen den sogenannten Spread habe, also die Differenz zwischen An- und Verkaufsgebühren, habe ich dann hier einfach mal meinen Kaufpreis bei 2,01 Euro veranschlagt. Obwohl ich nachher, wenn ich den zu Ende bringe, werde ich meinen Schein zu 4 Euro verkaufen und habe dann auch meinen 1 Cent Spread bezahlt, nachdem der DAX 200 Punkte angestiegen ist. Diese Nicht-Linearität, von der ich vorhin gesprochen habe, die absolut da ist, die habe ich hier jetzt mal außen vor gelassen. Ganz bewusst, weil ich den jetzt nicht so hundertprozentig in Zahlen fassen kann. Wie sieht der Trade also aus? Anfangs zahle ich erstmal 1.005 Euro, weil ich 500 Stück kaufe und muss natürlich hier auch meine Pauschalgebühr ebenfalls natürlich noch zahlen. Verkaufe natürlich das Ganze dann zu 4 Euro, kriege also wieder 2.000 Euro zurück und habe dann in Summe meinen Trade abgewickelt mit 995 Euro Gewinn. Und das aber erst der Bruttogewinn. Jetzt habe ich noch meine ganzen Gebühren. Dann bin ich bei 985. Das wäre das Trade-Ergebnis von diesem einen Trade. Gucken wir uns das Ganze, ich schwenke mal komplett hier rüber, als CFD-Trader. Der Riesenvorteil ist zunächst mal der, dass ich keine Mindestgebühr habe und keine prozentuale Gebühr. Das bezieht sich jetzt alles auf Active Trades, wo tatsächlich keinerlei Ordergebühren und der andere Begriff, auf den ich später nochmal komme, der heißt Kommission. Es gibt keine Kommission, also kein, ja, wie auch immer geartete Gebühr. Und was es schon gar nicht gibt, auch bei anderen Brokern nicht, ist irgend so eine Pauschalgebühr. Also etwas, was man noch unabhängig von der jeweiligen Stückzahl auch noch bezahlt. Das gibt es schon mal gar nicht. Sondern auch die sogenannten Kommissionen sind immer bezogen auf das Volumen. Also je kleiner das Volumen, je kleiner ist die Commission. Aber bei Active Trades haben wir das ohnehin nicht, also brauchen wir uns darum gar nicht kümmern. Also auch hier
Auch hier wollen wir einen Trade mit 200 Punkten Long im DAX einmal abbilden. Und die korrespondierende Lotgröße zu den 500 Knockout-Scheinen wären bei Active Trades 0,2 Lot. Und, aufgrund der entsprechenden Punktwertigkeit hatten wir vorhin schon mal. Der Trade würde dann so aussehen: bei 9201 DAX-Punkten steige ich ein und bei 9400 steige ich wieder aus. Jetzt kommen hier zwischendurch so riesige Zahlen. So riesige Zahlen, denn das ist das Geld, was ich tatsächlich bewege an der Börse. Ich bewege nämlich bei diesem Trade an der Börse 46.000 Euro. Und das ist jetzt genau das, wonach er immer der sogenannte Hebel, der Hebel in einem CFD-Konto zum Tragen kommt. Dieser Hebel ist unterschiedlich. Man hat Broker mit einem Hebel von 1 zu 100, Broker mit einem Hebel von 1 zu 400. Ich bleibe mal bei 1 zu 100, weil es leichter zu rechnen ist. Und das heißt, danach richtet sich nämlich schließlich auch nachher die Marge. Aber das machen wir wieder an dem praktischen Beispiel. Dieser Trade hier, da ich keinerlei Gebühren habe, würde automatisch bedeuten, dass mein Bruttogewinn gleich meinem Nettogewinn ist. Das heißt, ich bin um 10 Euro in Summe besser als mit dem Handel mit den Knockout-Scheinen. Das ist ein nackiger Gewinn, oder was heißt Gewinn, also ein Mehrwert, den ich beim Handel mit CFDs habe. Und mal angenommen, ich mache allein 100 Trades pro Jahr, dann sind das schon allein 1.000 Euro, die komplett hier weggehen, nur weil ich extra Gebühren hatte. Das heißt, von der Gebührenseite her sind die CFDs ganz, ganz klar im Vorteil, einfach weil ich halt nicht diese Mindestgebühr habe. Wir haben jetzt ein paar Dinge hier nicht mitgenommen. Die will ich zumindest mal einmal kurz verbal erwähnen. Wir haben uns nicht darum gekümmert, ob wir hier irgendwelche Gebühren noch haben, weil wir Trades längere Zeit halten. Da gibt es Dinge, die im CFD-Handel zu berücksichtigen sind. Bei den K.O.-Scheinen, naja, sind sie eigentlich genauso zu berücksichtigen. Jeder, der mal K.O.-Scheine vergleicht mit unterschiedlichen Enddatum, also wo die auch dann verfallen, zwar nicht wertlos, aber der Handel aufhört, wird auch sehen, da gibt es dann immer wieder Differenzen. Oder noch ein anderer Modus, der bei K.O.-Zertifikaten auch, den es natürlich auch gibt, das sind die sogenannten Endzertifikate. Naja, da wird man sehen, dass dann mit der Zeit die Knockout-Schwelle sozusagen immer weiter anwächst, also die Zahl wird immer größer. Und was jetzt anderes ist, wie man hat Finanzierungskosten, also der Schein verliert gewissermaßen an Wert mit jedem Tag, der fortschreitet. So oder so, diese Art von Kosten gibt es bei beiden. Im FDAX sind sie sogar noch ein bisschen weiter versteckt. Man hat zwar de facto keine Finanzierungskosten, aber der FDAX verliert immer so grob gesagt über 3 Monate, so zwischen 10 und 30 Punkten. Das sind aber jetzt Details, die wollen wir uns jetzt hier nicht weiter gucken. Wir halten einen fest. Also die Gebührenseite ist ein klarer, klarer Vorteil für den Handel mit CFDs. Wir können aber vielleicht noch ein paar weitere Dinge hier mit in die Waagschale werfen und wollen die hier auch mal kurz zusammenfassen, was wir jetzt so ungefähr herausgearbeitet haben als ersten Vergleich. Und natürlich bei den K.O.-Zertifikaten ein Vorteil, den will ich auch weiterhin nennen, nämlich, dass das Risiko zu absolut 100% begrenzt ist. Weil ich kann nie mehr Geld verlieren, als ich für den einen Trade, also für den Kauf meiner K.O.-Scheine eingesetzt habe. Wenn das 100 Euro sind, dann kann ich maximal 100 Euro nur mal verlieren. Mehr geht nicht. Das ist genau der Nachteil wiederum bei CFDs, dass das aufgrund von solchen Gaps, wo dann der Stop-Loss nicht reagieren kann, bei den Börsen zu sind, habe ich da ein Risiko, was ich erstmal ad hoc nicht kalkulieren kann. Muss es aber auf jeden Fall wissen und das
By the way, ist auch immer einer der großen Sachen, die in diesem sogenannten Risk-Disclaimer bei allen Webinaren immer stehen, dass das halt genau möglich ist. Und das ist auch wichtig, dass man sich dessen mit bewusst ist. CFDs haben eine wahnsinnig einfache Umrechnung und wir handeln auch einfach direkt am Basiswert. Ich sage zwar nach wie vor nicht, wir handeln den Basiswert, das stimmt einfach nicht, aber wir handeln enger am Basiswert. Wir haben auch nicht diese scheinbaren Verzerrungen in der Preis-Zeit-Kurve oder diese Verzerrungen zwischen Knockout-Level und dem Preis, den wir gerade bezahlen. Solche Verzerrungen haben wir überhaupt nicht. Also deshalb handeln wir viel enger am Basiswert. Auch der Handel im Chart ist wahnsinnig einfach, werden wir gleich sehen. Wobei auch da ist einiges mittlerweile möglich, auch bei den Banken, was K.O.-Scheine angeht. Aber es ist bei weitem nicht so elegant. Ja, wir haben halt keine Gebühren, also insbesondere nicht diese Pauschalgebühr für einen absoluten Mini-Trade. Angenommen, wir würden halt einen einzigen Schein kaufen wollen, dann haben wir immer noch die Pauschalgebühren. Und genau so etwas haben wir bei CFDs nicht. Ich habe es bewusst, dass keine trotzdem in Klammern geschrieben, weil es Broker mit Kommission gibt. Die sind jetzt auch nicht irgendwie pauschal irgendwie schlechter, sie haben nur eine andere Gebührenstruktur. Brauchen es aber jetzt nicht genauer weiter interessieren. Der Nachteil bei den Zertifikaten ist natürlich, jeder, der damit schon rauf und runter gehandelt hat, weiß, dass man immer alles erst raussuchen muss. Ich muss natürlich so einen Schein raussuchen. Ich muss die WKN-Nummer finden. Ich muss mir überlegen, wo soll der K.O.-Wert sein und. Also es ist schon eine relativ schwierige Kiste und das lässt sich viel einfacher machen. Und schließlich nenne ich natürlich die hohen Gebühren. Wie gerade mein Beispiel gezeigt, mit Trades in sozusagen dieser Preisklasse, wie ich sie jetzt gerade von der Stückzahl her bewertet habe, führten bereits bei 100 Trades zu einer Kontodifferenz von schlappen 1.000 Euro. Also nicht gerade unerheblich. Ich will auch das Ganze ein bisschen weiter treiben und sagen, es ist bei den CFDs so, dass man sich gewissermaßen seinen K.O.-Schein selbst kreiert. Weil man kreiert ihn sich insofern selbst, dadurch, dass man einfach auch den Trade nach einem Stop-Loss setzt. Ich habe den Hinweis zum Gap-Risiko, was so nachts oder am Wochenende passieren kann, schon gegeben. Das will ich hier jetzt nicht nochmal vertiefen, aber man macht sich gewissermaßen über den Stop-Loss bei einem Trade seinen eigenen K.O.-Schein und kann sich den Verfall, den Knockout einfach genau an die Stelle schieben, wo man die gerade haben will. Und von daher braucht man gar kein Zertifikat mehr suchen, sondern einfach der Stop-Loss wird an die entsprechende Stelle gesetzt. Wir haben niedrige bis gar keine Ordergebühren. Heißt natürlich auch, man muss immer die Augen richten auf die Broker-Auswahl. Ganz wichtiges Thema. Und Active Trades geht auf jeden Fall ganz vorne mit dabei, um eine mögliche erste Auswahl auch zu treffen. Was sehr gut ist, dass die gesamte Kostenstruktur einfach viel transparenter ist. Diese versteckten Preiskurven in den Knockout-Scheinen und insbesondere, wenn die in Richtung des Knockout-Levels laufen, ist extrem intransparent bei einem Zertifikat. Nichtsdestotrotz muss man auch bei den CFD-Brokern natürlich bei der Auswahl immer gucken, was hat man an Kommissionen. Das sind auch solche Gebühren, die zwar immer volumenabhängig entstehen, aber die dann entstehen. Den sogenannten Swap zu beachten, also Swaps, das sind die sogenannten Finanzierungskosten. Das heißt, wenn man Trades über Tage hält, dann ist es ungefähr so ähnlich, als wenn man sich Geld leiht. Und naja, wie es so ist, wenn man sich Geld leiht, in der normalen Welt, bis vor kurzem war sie noch so, hat man dann immer Zinsen bezahlt. Und für Privatleute gilt natürlich nach wie vor noch der gleiche Satz, wer sich Geld leiht, zahlt Zinsen. Und das ist nichts anderes, was dann hier zum Tragen kommt, dadurch, dass man sich gewissermaßen Geld leiht. Wir haben vorhin gesehen, meine Trades, da fielen Summen von 46.000 Euro. Also da habe ich mir mal eben 46.000 Euro geliehen. Und das sind dann die sogenannten
Swap Kosten, die allerdings immer nur entstehen, wenn man Trades über Nacht hält. Und alles, was man innerhalb des Tages macht, entstehen keine Swap Kosten. Das ist ganz genau entstehen die 23 Uhr, zumindest bei den meisten Brokern. Man ist halt viel dichter am Markt. Es gibt allerdings was noch Besseres, das will ich ganz offen sagen. Und zwar ist der Handel mit den Futures selbst. Das ist dann nochmal transparenter und dann handelt man direkt gewissermaßen in den Markt. Da sage ich, die Eintrittsbarriere deutlich höher, weil dann ist tatsächlich ein DAX-Punkt 25 Euro und ich kann auch nicht mehr feiner stückeln als 1. Also von daher werden dann die Risiken auch entsprechend groß und vielleicht nicht so für jeden und für jede Kontogröße dann geeignet. Die Trading-Plattform ist ziemlich einfach, aber die gucken wir uns dann unmittelbar und direkt mal an. Und wenn ich das die ganze Zeit schon sage, das gucken wir uns mal unmittelbar und direkt an, dann sollen wir es auch mal machen und einfach mal in so etwas live reingehen. Ich will nur kurz eine Sache hier kurz im Internet zeigen. Also hier beispielsweise Active Trades als ein Broker für CFDs. Und alles, was man machen muss, ist, man geht auf der Internetseite, klickt einmal an Demo testen und dann kann man hier, sind nur ein paar Sachen, die man ausfüllen muss, hat man innerhalb von Minuten, fast Sekunden, sein Demokonto. Was hat man dann? Das gucken wir uns ganz, ganz genau an. Was man dann hat, ist Folgendes. Und zwar, wir haben dann hier, ich mache es auch nochmal kurz klein, eine Software, die wir automatisch ebenfalls zur Verfügung gestellt kriegen. Die kostet auch nichts, auch da entsteht jetzt nicht irgendwie plötzlich versteckte Kosten. Und diese Software ist der sogenannte MetaTrader. Dieser MetaTrader hier war auf einem ganz normalen Windows-Rechner, wird ganz normal installiert und dann mit einem Doppelklick entsprechend direkt gestartet. Ja, und was passiert dann? Die Software sieht danach so aus. Ich will das bewusst einfach hier mal zeigen, um einfach für jeden von euch den Einstieg mal leichter zu machen. Und all das, was auch ich jetzt hier gleich tue, ist mit gar keinem Risiko verbunden, denn ich handle hier jetzt gleich in einem sogenannten Demokonto. Und dieses Demokonto hat eine Kapitalausstattung von 5.000 Euro. Schöner Nebeneffekt, die kann man sich sogar bei der Eröffnung des Demokontos kann man sich die aussuchen. Ist immer so ein nettes Zinkererlebnis, dass man hier mal eben ein Konto mit Kapital ausstatten kann, was sehr verlockend dann immer ist. Was natürlich im realen Handel nicht so geht. Also hier geht es jetzt einfach darum, mal so etwas auszuprobieren, um mal zu sehen, wie solche Trades eigentlich ablaufen. Und ja, das ist dann plötzlich quasi meine Welt. Ich sage meine Welt, dann meine ich damit, ab jetzt kann ich hier unmittelbar direkt traden. Nur ganz kurz, was haben wir hier eigentlich? Naja, hier links habe ich so eine Auswahl, die ist jetzt erstmal standardmäßig schon so gesetzt. Müssen wir mal gucken, was wir davon vertiefen. Naja, mit verschiedenen Währungen und. Und jetzt hier in diesem Beispiel auch schon der sogenannte German 30 September 16. Das ist nichts anderes als der FDAX. Und zwar der FDAX, der 16. September verfällt. Also wer sich mit der ganz großen Börse beschäftigt, der findet genau diesen sogenannten FDAX-Kontrakt daran so genau wieder. Ja, und dann haben wir hier einen Chart. Dieser Chart ist jetzt hier im Moment auf Stundenbasis eingestellt und das kann ich natürlich hier einfach variieren. Also ich kann genauso gut hier oben auf D1 klicken. D1 steht dann für Daily One. Also einen Tag, das heißt eine Candle, eine Kerze. Ich habe das Ganze hier auf Kerzenstick-Formation oder auf Kerzen eingestellt, weil mit die durchaus vertraut sind. Übrigens natürlich kann man hier auch die Farben munter rauf und runter verändern, wie man es auch mal will. Das ist überhaupt kein Problem. Und man kann sich die dann auch grün und rot einfärben. Das sind jetzt Details, die will ich jetzt hier gerade nicht machen. Scheinkurse sind hier immer die offenen Kerzen und die nahezu weiß ausgefüllten Kerzen sind fallende Kurse, da in dem Tag
weil ich auf Tagesbasis jetzt gerade bin, dann ging der Kurs während des Tages in Summe zwischen 8 und 22 Uhr dann nach unten. Dieser Chart ist immer live. Und wenn ich jetzt hier mal ganz brutal auf M1 gehe, M1 heißt Minute One, also ein sogenannter 1-Minuten-Chart, dann passiert hier gewissermaßen auch vielleicht, jetzt ist es schon relativ spät, zwar nicht mehr ganz so viel, aber die Kurse könnten sich jetzt hier auch durchaus mal schneller hin und her ändern. In den Abendstunden wird es natürlich immer hier entsprechend ruhig. Das ist der ganze Chart. Natürlich kann ich hier Indikatoren reinwerfen und. Wir gucken mal, was wir hier noch im Verlauf dieses Seminars alles noch platzieren. Dann zunächst mal hier unten Kontostand 5.000 Euro und dann steht hier Equity 5.000 Euro, freie Marge 5.000 Euro. Die Begriffe werden wir gleich mit Leben füllen, in dem Moment, wo wir hier den ersten Trade machen. Und wie mache ich jetzt einen Trade? Naja, zum Beispiel einfach, ich klicke hier rechts in den Chart rein und sage, ich möchte handeln. Und wenn ich handeln möchte, möchte ich einen neuen Auftrag geben. Und da hat schon mal jemand gerade gesehen, da stand auch, ich hätte einfach F9 drücken können. Und mit F9 kommt sofort hier meine Ordermaske. Meine Ordermaske, das ist jetzt das, wo ich meinen Trade platziere. Also ungefähr das Gleiche, als wenn ich vor meinem Bankdepotkonto sitze und eine von irgendeiner Wertpapier-Kennnummer 100 Stück kaufen will. Deshalb habe ich auch so eine Ordermaske und das Gleiche habe ich auch hier. Das Erste, was ich natürlich auswählen muss, ist mein Volumen. Da sage ich jetzt mal einfach 0,01 Lot. Hatten wir vorhin schon. Das ist die kleinste Einheit, die ich hier überhaupt handeln kann. Und die will ich jetzt hier auch genau handeln. Ja, und jetzt habe ich einfach, alles andere machen wir jetzt erstmal noch nicht, zwei Möglichkeiten, nämlich ich kann Sell oder Buy drücken. Einer von diesen zwei Knöpfen kann ich drücken, was nichts anderes heißt. Ich Buy bedeutet, ich mache einen Low Trade, ich setze auf steigende Kurs und Sell heißt, ich mache einen Short Trade, ich setze auf fallende Kurse. Also Short Trade rot, Buy Trade Long Trade, also wäre dann hier blau. Da oben gibt es noch zwei Zahlen. Das sind die aktuellen An- und Verkaufspreise. Also genau wie bei den Lockout-Scheinen habe ich einen Spread, der meistens hier bei Active Trades ein Punkt ist. Und wenn man jetzt hier zum Beispiel das live beobachtet, ist er auch meistens ein Punkt. Ganz kurz, vielleicht hier auch mal zwischendurch anderthalb Punkte. Beides ist möglich. Ja, jetzt müssen wir uns entscheiden, Short Trade oder Long Trade. Ich sage jetzt mal einfach, ich mache einen Short Trade und drücke hier auf Set. Und was dann passiert? Ich habe anschließend hier in meinem Chart eine grüne Linie eingezeichnet. Also die ist leicht ist grün gestrichelt. Und daneben steht auch, was das für ein Trade ist. Nämlich ein Trade, ein Short Trade mit 0,01 Lot. Genau das Gleiche finde ich hier unten sozusagen direkt nochmal in meinem Konto. Also mein, so eine Art fließender Kontoauszug mit dem Live-Kontostand. Und natürlich kann man jetzt hier gerade sehr schön sehen, dass ich habe nun mal einen Short Trade eröffnet. Und ich mache mal das Chartbild noch ein bisschen größer. Das geht hier ganz einfach. Und dann wird das hier alles noch mal deutlicher. Und dann kriegen wir jetzt hier auch schon eine erste Bewegung in meine Trades hinein. Was ist jetzt bisher passiert? Also, ich bin an der grün gestrichelten Linie, bin ich einen Short Trade eingegangen. Und mit, im Moment ist der DAX-Kurs nach oben gegangen. Also genau genommen ist es hier der FDAX. Aber das ist jetzt nur ein Detail, was nicht ganz so wichtig ist. Und da der Kurs halt im Moment oberhalb ist von meinem Einstieg, bin ich natürlich jetzt im Moment auch entsprechend im Minus. Das sehe ich immer und unmittelbar live. Das heißt, im Moment liege ich mit 75 Cent im Minus. Und das bei einer Bewegung, also in Summe dann von drei Punkten.
So sieht es erstmal prinzipiell im Trade aus. Und jetzt können wir auch mal gerade gucken, was wir hier an Zahlen wiederum hier links unten haben. Kontostand ist immer noch 5.000 Euro. Aha, eigentlich ja nett. Das ist nämlich der Kontostand immer aller abgewickelten Trades. Bei einigen anderen Brokern heißt Kontostand dann auch schon mal Balance. Aber hier ist es noch viel einfacher. Es ist einfach mein Kontostand. Mein Kontostand ist nach wie vor 5.000 Euro. Auch wenn ich gerade einen Trade eingegangen bin und dieser Trade nun mal jetzt auch im Minus ist. Also im Moment liegen wir ja mit dem Trade auf der falschen Seite. Das zeigt mir dann auch direkt die Equity an. Das ist sozusagen sowas wie mein Live-Kontostand. Wenn ich nämlich jetzt diesen Trade beenden würde, dann wäre das, was dann wirklich als Kontostand überbleibt. Und daneben steht dann die sogenannte Marge. Margin 6,49 Euro. Das ist das Geld, was ich hinterlegen muss für diesen einen Trade. Was man also sofort erahnt, ich könnte noch einen Haufen weiterer Trades eingehen. Ich soll aber zu diesem Trade wenigstens noch eins machen. Und zwar wollen wir zu diesem Trade einen Stop-Loss noch machen. Dazu klicke ich einfach hier den Trade entsprechend an. Und kann dann jetzt hier noch einen Stop-Loss setzen. Jetzt habe ich es hier relativ einfach. Ich kann einfach in den Chart reingucken und sagen, okay, den Stop-Loss möchte ich setzen bei 10.000 10.399 Punkten. Na, dann mache ich das einfach. 10.399 Punkte. Da kann ich mir einen Stop-Loss jetzt hinsetzen. Und ich kann mir auch einen Take-Profit setzen. Das ist genauso wie bei einem K.O.-Schein. Also wenn der Kurs dahin geht, dann, dann will ich auch automatisch, dass der Trade beendet wird. Und zwar natürlich im Plus in dem Fall, wenn er denn dahin kommt. Und den setze ich jetzt mal einfach bei 10.379. Und das machen wir jetzt mal eben. Und was ich jetzt leider gemacht habe, das ist jetzt ein schöner Vorführeffekt, ich habe den Trade geschlossen. Also ganz schnell alles nochmal. Das war jetzt natürlich dumm, dummer Nebeneffekt. Diesmal mache ich es einfach instantan. Das heißt, ich gehe gleich meinen Short Trade ein mit einem Stop-Loss von 10.399 und einem Take-Profit von 10.379. Und das Ganze soll ein Short Trade werden. Und dann habe ich das hier auch schon. Was ist passiert? Jetzt ist der Trade sozusagen direkt da. Ich bin jetzt eingestiegen und wir sehen im Chart die beiden Level, um die es hier geht, nämlich eine rote, zwei rote Linien, die eine für den Stop-Loss, die andere für den Take-Profit. Und das ganz Tolle ist, ich kann jetzt diese Linien auch einfach mal eben mit der Maus woanders hin platzieren. Und nachdem ich einmal das akzeptiert hat, ab dem Moment darf ich das auch so und kann den einfach hier im Chart bewegen, den Stop-Loss als auch den Take-Profit und dann kann dieser Trade einfach vor sich hinlaufen. Also so einfach geht jetzt hier erstmal prinzipiell das Trading. Ich kann das direkt im Chart machen und was ich jetzt auch noch machen kann ist, ich kann unmittelbar, wenn ich mit meiner Maus auf den Stop-Loss-Level gehe, kann ich auch sehen, wie groß mein Risiko für diesen Trade gerade noch ist. In meinem Fall 1,25 Euro. Also wenn wir jetzt mal wieder dieses Overnight-Gap-Risiko, was jetzt hier sicherlich nicht zum Tragen kommt, weil bis 22 Uhr wird dieser Trade mit diesem engen Stop-Loss und diesem engen Take-Profit garantiert noch beendet, also da bin ich mir ziemlich sicher. Ansonsten hat dieser Trade jetzt einfach ein Risiko von 1,25 Euro. Gehen wir nochmal kurz in die Theorie, um zu überlegen, was müssen wir denn eigentlich noch wissen an möglichen Order-Typen und was ist denn noch alles für uns wichtig, wenn wir jetzt hier Trades im MT4 entsprechend abwickeln wollen. Dazu ein paar grundsätzliche Vorbemerkungen nochmal, um ein bisschen zu sehen, was denn hier sozusagen für Optionen dann sind im Handel mit
den CFDs. Ganz grundsätzlich haben wir sechs verschiedene Orderarten. Jeder, der K.O.-Scheine schon gehandelt hat, kennt eigentlich die gleichen Orderarten, weil die gibt es da ganz genauso. Und die sechs Orderarten, also zu Beginn ist eigentlich, zähle ich jetzt hier alles doppelt, nämlich einmal Buy Market und Sell Market, also das Eingehen einer Long-Position oder das Eingehen einer Short-Position. Und das Ganze passiert einfach sofort. Zu dem Preis, der dann als nächstes meiner ist. Es muss nicht der Preis sein, der in dem Moment, in der Millisekunde angezeigt wird, aber das ist bei K.O.-Scheinen genauso. Also es ist dann der nächste ist meiner, so nenne ich es dann immer. Die Wahrheit dahinter ist nochmal komplizierter, aber da wird es wirklich kompliziert. Dann habe ich noch grundsätzlich zwei weitere Möglichkeiten für Long Trades und zwei weitere Möglichkeiten für Short Trades. Nämlich einmal die sogenannte Buy-Stop-Order. Das heißt nichts anderes, ich gehe long, also ich setze auf steigende Kurse. Und mein verbales Gedankenspiel ist dahinter immer, wenn teuer genug. Also ich will sozusagen erst in den Trade rein, wenn es eigentlich noch teurer geworden ist. Weil ich mir erst dann so sicher bin, dass jetzt der Trend in die Aufwärtsrichtung auch wirklich Fahrt aufnimmt. Also ist es sozusagen ein Einstieg, wenn es teuer genug ist, was so ähnlich bedeutet, wie ich handle hier so einen Ausbruch nach oben. Ein Preis kommt von unten, geht nach oben, nach oben, nach oben und dann steige ich halt irgendwann auch mit ein. Also es ist das Aufspringen dann auf den Zug gewissermaßen. Genauso gibt es dann das Buy Limit. Das ist dann auch wieder ein Trade auf steigende Kurse, aber hier genau umgekehrt, wenn billig genug. Also im Moment ist mir sozusagen das ganze Ding zu teuer. Der DAX ist mir zu teuer. Der Kurs ist zu hoch. Aber ich glaube daran, es geht erstmal kurz nach unten und danach dann halt wieder nach oben. Weil ich dieses danach wieder nach oben, deswegen will ich ja unbedingt den Long Trade machen. Das bedeutet nichts anderes als, es ist ein Einstieg in eine Korrektur. Das heißt, erst muss der Preis ein bisschen nach unten und dann darf die Reise wieder nach Norden dann Fahrt aufnehmen. Also der Einstieg, wenn billig genug. Ja, und die gleichen zwei Order-Typen, die man nur dann verbal nicht mehr so ganz so gut beschreiben kann, gibt es auf der Short-Seite, also beim Setzen auf fallende Kurse, dann ganz genau noch ein zweites Mal. Nämlich die Sell-Stop-Order, das ist dann der Ausbruch nach unten, Preis soll immer weiter nach unten und unten rauschen. Und ab einem bestimmten Level will ich dann auf diesen Zug aufspringen. Also Sell Stop Order ist dann auch wieder aufspringen auf den Zug. Nur diesmal ein Zug, der nach Süden reisen soll. Naja, und genauso gibt es ein Sell Limit Order. Also Einstieg in den Trade, dann wenn die Korrektur zuerst mal kurz nach oben gegangen ist und dann geht es wieder richtig nach unten. Da werden wir dann ein paar Trades auch machen. Ich will aber hier auch noch mal kurz verschiedene Broker vergleichen, also Active Trades und einfach einen Broker XYZ, weil das so die zwei typischen Arten auch noch ein bisschen widerspiegelt. Das machen wir allerdings nur ganz schnell. Ich will jetzt nur mal so prinzipiell gezeigt haben, was da so für relevante Größen sind, die wir immer mit uns angucken müssen. Das eine ist, wir müssen für Ziel da einen Trade auf den DAX immer auf die Punktwertigkeit gucken, die na, zum Beispiel beim Broker auf der Homepage erfahren, aber es gibt auch noch andere Quellen, um diese Punktwertigkeit mitzubekommen. Und dann müssen wir natürlich gucken auf die Spreads, das heißt, wer seinen Broker aussucht, sollte auch immer gucken, was ist die typische Differenz zwischen An- und Verkauf. Da gibt es Veröffentlichungen zu, also auch ein wichtiges Kriterium. Ja, und dann gibt es natürlich bei dem einen oder anderen Broker die Kommission. Wir werden gleich an einem anderen Beispiel sehen, wenn wir Forex, also wenn wir Währungen handeln wollen. Da ist es meistens so, dass der eine Broker, der keine Kommission hat, der hat dann etwas höheres Spread. Und der andere Broker, der kleinere Spreads hat, hat dafür dann eine Kommission. Da gibt es keinen ad hoc, irgendwie besser oder schlechter. Muss man sich aber halt einfach mal angucken. Gerade wenn man als Liebling den DAX hat, ist natürlich wichtig, genau zu gucken, Punktwertigkeit und kleinste Handelsgröße.
einfach mit dem Blick auf die sogenannte Stückelung. Also wie genau kann ich nachher meinen Trade abwickeln? Bei dem linken Broker beispielsweise, angenommen, ich will den Stop-Loss 100 Punkte von meinem Trade wegsetzen, ja, ich muss mindestens einen Lot kaufen, ist also mein Stop-Loss, also mein Risiko, was ich bei dem Trade eingehe, automatisch 100 Euro. Wie komme ich drauf? Naja, Punktwertigkeit 1 Euro, Handelsgröße 1 Lot, 100 Punkte macht 100 Euro. Wenn ich den gleichen Trade bei Active Trades abbilde, dann könnte ich als kleinste Lot-Einheit 0,01 Lot nehmen. Und dann hätte ich bei 100 Punkten Stop-Loss gerade mal ein Risiko von 25 Euro. Auch hier, ein kleines Beispiel habe ich hier schon mal mit vorgerechnet, mit 50 Punkten. Also man sieht, dadurch wird dann gleich gerechnet und in dem Fall schneidet dann auch der Broker Active Trades in Summe besser ab, weil er keine Kommission hat. Dann gibt es auch diese sogenannten Overnight-Gebühren, auch Kapitel, muss man sich dann auch mal einmal angucken. Machen wir mal einfach, beim F-Tax bei Active Trades gibt es die ohnehin überhaupt nicht. Ein Beispiel aber auch nochmal zu einem Forex-Trade, den wollen wir auch gleich natürlich nochmal live machen, Forex-Trades. Und hier beispielsweise auf den Euro-US-Dollar. Und da haben wir genau dieses Beispiel. Ein Lot entspricht nämlich hier bei beiden eigentlich einer Größe von 100.000 Euro. Also wenn ich ein Lot handle, bewege ich an der Börse 100.000 Euro. Glücklicherweise muss ich nicht ein Konto der Größe dann tatsächlich haben. Aber ich kann so viel Geld bewegen. Hier haben wir genau mal ein Beispiel mit Kommission bei dem einen, bei dem anderen ohne Kommission. Dafür ist bei dem einen der Spread niedriger. Man muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Die kleinste Handelseinheit ist hier jeweils 0,01 Lot. Und von daher kann man hier auch mal so eine Rechnung machen. Da gibt man gerne so einen Stop-Loss auch schon mal in Pips an. Hat sich so eingebürgert, in Pips zu reden. Aber ist jetzt auch nicht ganz so dramatisch. Wir sehen, dass die Trade-Kosten hier ähnlich sind, mit dem gleichen Vorteil für Active Trades im Vergleich zu einem solchen Broker. Ja, Overnight-Kosten sind dann ebenfalls wieder verschieden, aber ist dann nochmal so ein eigenes Kapitel. Jetzt habe ich gesagt, wir wollen auch solche Trades einfach mal machen. Und ich denke manchmal, beim Machen lernt man hier noch am meisten. Deswegen gucken wir uns auch das mal unmittelbar an. Und jetzt bin ich allerdings auf dem falschen Server gelandet, also falschen Windows. Zurück zum MetaTrader, zurück auch zu unserem einen laufenden Trade. Dieser Trade lebt im Moment doch tatsächlich immer noch, obwohl Stop-Loss und Take-Profit so eng gewählt waren, ist dieser Trade also doch tatsächlich noch da, ist weder im Stop-Loss noch im Take-Profit gelandet. Das habe ich gesagt. Wir wollen auch mal andere Order-Typen mal ausprobieren. Ich will nicht das komplette MT4-Repertoire hier machen, deswegen mache ich alles über diese eine Order-Maske und will das Ganze nicht noch verkomplizieren. Also gehe ich hier nochmal in diese Order-Maske und sage einfach, naja, eigentlich würde ich gerne noch einen weiteren Short-Trade eröffnen, aber erst, wenn das Ding hier wirklich noch deutlich weiter nach Süden durchgerauscht ist. Wenn ich jetzt sage, wenn der noch deutlich weiter nach Süden durchgerauscht ist, dann ist es eine sogenannte Sell-Stop-Order. Also, ich brauche also einen anderen Order-Typ, nämlich eine Pending-Order, also ein Order-Typ, der heißt, die Order wird erstmal in den Markt gelegt und wenn das dann das Ereignis eintritt, erst dann steige ich auch mit meinem Trade ein. Also die Auswahl hier, Pending oder Marktausführung. In Marktausführung will ich ja nicht, ich will ja einen Sell-Stop-Level hier anvisieren. Und das bedeutet nichts anderes, ich wähle hier aus, Sell-Stop und jetzt muss ich noch sagen, zu welchem Preis. Naja, und zu welchem Preis? Schaue ich jetzt mal einfach bei 10.300
73 Punkten. Da will ich nochmal short hier in den Markt einsteigen. Und ein Stop-Loss, da gebe ich mir jetzt mal hier ein bisschen mehr. Und zwar ein bisschen höher bei 10.400. Mal als Beispiel. Oder gehen wir nochmal 3 Punkte drauf. Und das Ganze will ich jetzt einfach mal platzieren. Ein Take-Profit mache ich erstmal nicht. Und sobald ich das gemacht habe, sehe ich Entschuldigung, auch meine Order wieder hier im Chart. Ich glaube, es ist nicht hundertprozentig immer hier aufgrund der Farbgebung, wie ich gerade sehe, dass ihr genauso das so 1:1 seht, dass man hier die Linien entsprechend auch direkt im Chart hat. Deswegen mache ich mal eben eins, wechsle mal eben die Farbreihenfolge für eine Sekunde. Dann werden zwar die Kerzen gleich etwas unschön, aber das können wir mal eben hier auch noch kreieren, dass wir die Farben eben ändern. Also wir wollen Kerzen hoch in grün, Kerzen runter in rot und das Ganze kriegt jetzt auch noch einen Balken und kriegt dann auch noch einen zweiten Balken. So, und dann hoffe ich mal, bis das Ganze jetzt gleich auch auf anderen Schirmen besser zu sehen, dass wir hier auch unmittelbar unsere Order im Chart haben und sehen. Ansonsten empfehle ich das Ganze definitiv auch mal selber auszuprobieren. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere Level entsprechend im Chart eingemalt und können jetzt hier ganz leicht den Trade mitverfolgen. Wir können im Chart an unserem Level drehen und wir können natürlich hier direkt auch für solche Order den Stop-Loss dann verändern und was wir dann auch immer jeweils mit angezeigt kriegen, sobald die Maus über dieser Stop-Loss-Linie beispielsweise ist, dann kriegen wir hier angezeigt, oh, dieser Trade hat im Moment ein Risiko von genau 7 Euro. Und da sieht man auch, dass man solche Trades hier durchaus sehr, sehr fein stückeln kann. Und ich habe vor allen Dingen jetzt nicht noch den Effekt, dass mir da noch irgendwelche Gebühren dann noch anschließend obendrauf kommen, von denen, die ich jetzt vorher so noch gar nicht im Blick hatte. Jetzt war ja vorhin dieser Chart einfach schon auf, will ich noch eine zweite Sache mal zeigen. Jetzt wollen wir mal auch einmal in den Forex-Markt wechseln und nehmen uns da einfach den Euro-US-Dollar. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich werfe einfach dieses Symbol hier auf den Chart, dann kriege ich automatisch, mach's mal einfach eben, dann meine Kerzen hier so dargestellt, also sofort, das ist der Euro-US-Dollar-Chart im 1. Ich habe immer noch die gleiche Farbgebung wie gerade eben. Und hier können wir natürlich jetzt auch wieder die verschiedenen Zeitebenen einmal durchgehen und haben dann hier sofort auch den entsprechenden Überblick über den Euro-US-Dollar. Und wenn wir schon bei so Charts sind, will ich hier auch gleich noch was machen. Ich will das Ganze einfach mal direkt mir als Vorlage speichern, weil ich will gleich noch ein paar mehr Charts aufmachen und die sollen einfach die gleiche Farbstruktur kriegen, weil ich glaube, so kommt etwas besser in Summe hoffentlich rüber, wenn, glaube ich, immer noch die feinen Linien nicht alle immer so ganz deutlich sind. Was wir nämlich jetzt machen können, ist, wir können auch hier einfach noch einen zweiten Euro-US-Dollar-Chart aufmachen und können die dann auch einfach direkt nebeneinander platzieren. Und dann können wir halt was sehr Schönes machen. Wir können zum Beispiel in dem linken Chart den hier auf D1-Basis lassen und im rechten Chart können wir dann beispielsweise auf den Stundenchart wechseln. Und das ist ganz gut, eigentlich für Trade-Einstiege zu finden. Jetzt sind wir schon im Bereich von Trading-Strategien.
Das Ganze können wir nämlich hier auch noch weiter treiben. Machen wir einfach noch einen dritten Chart auf, um noch eine Zeitebene direkt noch daneben zu setzen und können dann daneben beispielsweise noch direkt die 5-Minuten-Kerze setzen. Und weil ich überall ganz klein ein bisschen mehr sehen will, zoome ich mal überall noch einmal kurz raus. Und schon habe ich hier ein relativ einfaches Bild mir aufgebaut, um tatsächlich hier verschiedene Trading-Ansätze mir zu überlegen. Ja, und was jetzt natürlich schön ist, dass ich einfach meine ganzen Trades unmittelbar hier im Chart aufgeben kann. Das heißt, was ich auch machen kann, ist, ich kann zum Beispiel sagen, na, wenn der Kurs jetzt noch ein Stückchen tiefer geht, dann möchte ich da gerne ein Buy-Limit mit 0,01 Lot platzieren. Und schon ist die Order hier platziert. So einfach habe ich jetzt hier meine Order platziert. Unten wird mir auch schon signalisiert über die grüne Lampe, die angegangen ist, dass dieser Trade kurz vor der Ausführung steht. Das ist, heißt, es könnte sein, dass er dann auch gleich aktiviert wird. Und natürlich kann ich jetzt hier auch noch gleich sagen, natürlich soll dieser Trade noch einen Stop-Loss kriegen. Also einfach wieder einen Doppelklick drauf und dann können wir dem auch noch einen Stop-Loss verpassen, vielleicht bei 1, 12, 3, 8, 5. Und dann haben wir für diesen Trade auch noch einen Stop-Loss, der etwas tiefer darunter sitzt und jetzt gleich ist dieser Trade kurz vor der Ausführung, zack, da ist er ausgeführt worden. Das heißt, mein Buy-Limit ist getroffen worden. Es darf natürlich rein vom Trade her der Euro-US-Dollar nicht jetzt einfach auf den Weg nach Süden sich machen, sondern der sollte jetzt möglichst dann gleich wieder nach Norden Fahrt aufnehmen. Ich habe jetzt hier wieder einen wahnsinnig engen Stop-Loss gewählt. Entsprechend klein ist auch mein Risiko bei 0,01 Lot. Gehe ich jetzt bei diesem Trade im Moment ein Risiko von genau 1,04 Euro ein. Und schon kann dieser Trade ganz einfach hier jetzt loslaufen. Natürlich bitte jetzt ab jetzt nach Norden gehen. So einfach geht das Ganze. Und genauso kann ich dann auch anfangen, mir zu sagen, hey, ich will eigentlich immer verschiedene Underlyings gleichzeitig sehen. Ich will zum Beispiel hier den DAX sehen. Gehen wir hier mal auf den Stundenchart überall an der Stelle. Und ich will vielleicht noch einen weiteren sehen, nämlich beispielsweise ein anderes Werbungssymbol möchte ich noch gerne mit auf dem Radar haben. Dann werfe ich das einfach auf den Chart. Und schon habe ich auch den Überblick über beispielsweise jetzt hier drei solche Underlyings und kann auch noch meine Trades entsprechend hier mit anschauen. In der Zwischenzeit ist jetzt gerade auch was passiert, nämlich mein Short Trade auf den DAX. Der ist jetzt mittlerweile beendet worden. Deswegen ist auch mein Konto dann doch jetzt wieder ins Plus gerutscht. Und den Trade, den haben wir jetzt in der sogenannten Historie, die man sich natürlich jederzeit anzeigen lassen kann. Wir haben jetzt zwei Trades abgewickelt bisher. Ein Verlust-Trade auf dem DAX und ein Gewinn-Trade auf dem DAX. Und man sieht auch, wie schön, fein und klein man das Ganze hier steuern kann. Und das natürlich auch, wenn man jetzt auf größeren Zeitebenen handelt. Mein momentaner Euro-US-Dollar-Trade entwickelt sich sozusagen nicht in die richtige Richtung, läuft jetzt gleich Gefahr, ausgestoppt zu werden, wenn er jetzt nicht unmittelbar dreht. Natürlich könnte ich jetzt den Stopplos verschieben, das tue ich aber natürlich allein aus Trading-Disziplin nicht. Als ich diesen Trade eingehen wollte, da war ich nochmal der Meinung, da gehört er hin, der Stopplos, also werde ich ihn jetzt nicht plötzlich weiter nach Süden legen, um im Trade mehr Raum zum Atmen zu geben. Also das Ganze ist natürlich auch ein bisschen Disziplin hier dann schon gleich am Trade. So einfach geht es hier. Ich will andere Symbole haben, kein Problem. Ich will einfach noch andere Dinge handeln. Geld, alles Mögliche hier ist zur Auswahl. Ich kann
sogenannte Commodities handeln, vom Kaffee über Kupfer bis zu Weizen. Ich kann natürlich auch Gold, Silber beispielsweise, diese Edelmetalle handeln. Ich kann handeln Öl, den Tech-DAX und. Ich kann auch andere Underlyings handeln, beispielsweise USA 500. Das ist nichts anderes als der S&P 500. All diese Möglichkeiten stehen mir natürlich hier offen. Dann natürlich die ganzen Währungen und all die lassen sich hier direkt laden, in den Chart ziehen. Also auf ein paar Exoten sind wir auch noch dabei. Naja, wie exotisch man die auch mal nennen will. Singapur-Dollar gegen japanischen Yen. Aber es gibt auch noch echte Exoten, wo ich manchmal schon nicht mehr auswendig die entsprechenden Forex habe, direkt parat habe. Also ihr seht, da sind also zahlreiche Möglichkeiten. Das ist eine ganze Auswahl an Symbolen, die ich rauf und runter handeln kann. Also Möglichkeiten gibt es also wahnsinnig viele. Und so einfach geht es. Das Ganze kann ich direkt in einem Demokonto beispielsweise mal ausprobieren, üben, um mich mit dieser Plattform vertraut zu machen, aber natürlich auch, um anschließend meine Trading-Ansätze ganz einfach umzusetzen. Und im Vergleich zu der Auswahl eines K.O.-Scheins, Knockout-Level, hier bezogen auf den DAX-Trade, habe ich es natürlich viel einfacher. Ich mache einfach meine ganze Analyse direkt hier im Chart und überlege mir hier im Chart, wo will ich denn welchen Trade als nächstes eingehen. Also das Ganze nochmal hier aus ein bisschen längerfristig betrachtet, T1-Variante, könnte ich ja zum Beispiel sagen, hey, ganz neues Bild jetzt, weil ich auf einer Zeitskala bin, ich will den Ausbruch hier oben traden und einen Stop-Loss vielleicht hier unter dieser anderen Kerze haben. Alles kein Problem, den Trade habe ich dann hier in 0,x platziert. Mein Euro-US-Dollar-Trade hat es jetzt im Moment doch noch überlebt. Und mal gucken, wo er sich hin entwickelt. Also ihr seht, das Traden im MT4 geht auch sehr einfach. Und das war schon das Traden von CFDs. Das heißt, diese ganze Mystik mit Margin, Hebel und, die ist eigentlich überhaupt nicht da. Man muss sich einfach nur die Zahlen angucken, wie sie auch in dem Konto dann stehen. Und so einfach kann man sich dann auch dort das Trading machen. In Summe wollte ich hier ein paar Dinge vorführen, ein bisschen, deswegen steht hier einfach mal Lessons Learned. Ich habe mal versucht, einen halbwegs objektiven Vergleich zu machen zwischen Knockout-Zertifikaten und den sogenannten CFDs, wo wir sofort merken und sehen, dass allein dieser Wegfall der ganzen Pauschalgebühren einen riesigen Vorteil bringt, weil ich einfach wesentlich weniger Trading-Kosten habe. Also Kosten, die man ja immer erstmal wieder mit seinen Trades verdienen muss. Ich benutze auch gerne in Webinaren den Satz, in dem Moment, wo ich einen Trade eingehe, bin ich erstmal, habe ich Geld verloren. Und gerade bei Knockout-Zertifikaten habe ich schon recht viel Geld verloren. In dem Moment, wo ich den Trade eingehe, weil ich schon das erste Mal meine erste Half-Turn bezahlt habe. Wenn ich CFDs handle, kann ich das hier beispielsweise im MT4 machen. Da gibt es auch andere Plattformen, auch Web-Plattformen, wo man das direkt im Browser machen kann. Läuft aber alles ungefähr auf den gleichen Typus hinaus. Ist halt wahnsinnig einfach im MT4 und ich kann direkt da meine Underlines, die Basiswerte, die ich wirklich handeln will, auch mir anschauen und unmittelbar auch im Chart mir diesen Trade entsprechend überlegen und kreieren. Und da ist es dann auch relativ einfach und straightforward, sein Risiko zu bestimmen. Man braucht beispielsweise, wenn man sich überhaupt gar keine Gedanken machen will, kann man auch einfach mal auf die Linie gucken und dann kriegt man ruckzuck ein Gefühl. Ich könnte das auch vorrechnen, wie es geht, aber die Übung überlasse ich lieber jedem selbst, weil dann geht es auch automatisch in Fleisch und Blut über. Die Orderplatzierung ist super einfach. So einfach, wie ich es hier jetzt vorgestellt habe, geht es wirklich. Und mit einem einfachen Demokonto ist man auch dabei. Also wir haben klare Vorteile für die CFDs. Für mich ist diese Entscheidung eindeutig und man kann es auch ganz einfach persönlich sehen. Also so 10, 15 Jahre lang habe ich K.O.-Scheine gehandelt und in den letzten 5 Jahren ausschließlich nur noch CFDs. Aber das ist
natürlich auch meine persönliche Meinung. Ich hoffe, es war so eine kleine Einführung, mal ein bisschen was anderes, nicht, noch nicht die Trading-Strategie, aber dafür vielleicht etwas näher an dem, was der eine oder andere heute auch schon an der Börse handelt, nämlich Aktien, nämlich K.O.-Scheine, um dann den Wechsel vielleicht auch mal zu CFDs zu machen. Vielleicht ein bisschen Lust geweckt, also einfach Demo-Gruppe öffnen und los geht's und damit die Erfahrungen sammeln. Und kleiner Tipp von mir, wer das tatsächlich diesen Weg einschlägt, der sollte mindestens einen Monat lang mal im Demokonto gehandelt haben und dann einfach vielleicht den Weg dann entsprechend weitergehen. Ja, nochmal für mich ein herzliches Dankeschön an Active Trades und natürlich an den Veranstalter, an den Michael Vogt von den IB Days, hier heute ein solches Webinar zu machen. Morgen geht es übrigens weiter, auch mit mir persönlich, dann auch vor Ort aus Frankfurt und nicht remote von zu Hause, mit Vorträgen, die dann unmittelbar was mit Trading-Strategien zu tun zu haben, nämlich sowohl mal eine DAX-Strategie direkt in Einzelheiten vorgestellt, da gucken wir auf Seasonals, also genauer auf den Einfluss von sogenannten Saisonalitäten. Das werden wir da bis hin zu den Wochentagen machen und eine sehr interessante DAX-Trading-Strategie erarbeiten. Und einem anderen Thema, nämlich sogenannten Impulskerzen. Impulskerzen als sogenannte Monsterkerzen, wenn auch immer die im Chart auftauchen, hat das was zu sagen und wie man wieder tradet, das ist dann ein weiteres Thema. Dazu kommen noch von meinem Kollegen, dem Christian Stern, zwei Vorträge ebenfalls am Morgen. Da geht es dann nochmal genauer auch um Chart und Markttechnik. Also wie analysiere ich einen Chart, um dann entsprechend zu Trading-Entscheidungen zu kommen und dann zu sinnvollen Trades das Ganze zu führen. Soweit von mir. Ich wünsche noch allen einen wunderschönen Abend und ich hoffe einfach mal, wir hören und sehen uns dann bald schon wieder. Also macht's gut. Schönen Abend.